Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Sie weiß doch irgendwas, oder? Was sagen die Satelliten, Viktor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Kapitel 10. Und? Die 12 Was Türme. Wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Ja, und damit ganz schnell hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4 Legends of Thieves. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier gleich alles kaputt fahren. Ich weiß auch nicht, welche Route ich überhaupt nehmen soll, muss ich dazu sagen. Bremse und Rückwärtsgang. Okay, das ist die Bremse, das ist schon mal gut zu wissen. Aber es fährt sich nicht so einfach wie in... Müssen wir hier rum? Wie in The Crew, muss ich dazu sagen. Das ich sehe da vorne Ruinen. Ja, ich auch. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Und Viktor, kommst du immer noch so viel? Ich weiß nicht, ich nehme gerne Aufträge an. Computerlaufreihe. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Jetzt über das Internet. Kannst du heiße Ware jetzt bestimmt was machen? Ah, das ist cool. So, die Frage ist jetzt nur, da können wir nichts machen, so wie es aussieht. Ne? Können wir hier vielleicht irgendwie hochklettern? Nee, ne? Ich dachte, vielleicht gibt es hier noch einen Schatz oder sowas. Doch, da oben blinkt aber was. Ich glaube, hier können wir hoch. Ah, sehr schön. Ich werde übrigens jetzt in Zukunft nicht mehr da reingehen und mir das immer angucken, weil es kommt eh immer nur der gleiche Mist raus. Man sieht nur, was es ist, also wie es heißt, aber man erfährt halt nichts darüber. Okay, und? Moment, da vorne ist aber Wasser. Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Können wir durch das Wasser durch? Ist das tief? Das ist nur eine Pfütze, oder? Ja, okay. Bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo sind wir jetzt im Geländewagen? Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Moment, Handbremse? Wieso Handbremse? Ich meine, es ist gut, sich zu merken. Moment, wir müssen irgendwie da hoch, oder? Aber da kommen wir nicht hoch.
oder? Oder kommen wir da beim Grünen hoch? Gucken. Da kommen wir nicht hoch. Nee, aber da hinten, dann hätten wir einen ganz anderen Weg fahren müssen, oder? Also wir fahren mal erstmal hier unten weiter. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so richtig ist. Und hier ist auch irgendwie viel Wasser. Da können wir... Nee, das ist keine Höhle, ne? Ja, jetzt fahren wir hier quasi im Kreis. Habe ich schon gesagt, dass ich Autofahrten bei solchen Spielen hasse? Vor allen Dingen, wenn man keine Karte hat und nicht weiß, wohin man muss. Hinten geht's wohl bergab. Ah, Moment, können wir hier hoch? Nein, nein, nein. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Denn das ist ein Geländewagen. Du musst Gas geben, bevor du den Hügel angehst. Nee, echt? Es ist aber hier alles nicht so einfach zu fahren mit dem Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der hier überall am Ausbrechen ist. Was ist das? Kann man damit irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist wahrscheinlich nur zur Optik. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Liegende hey, Optik. Ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja. Wow. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht doch was schneller fahren. Und er so ganz langsam und schön in der Mitte. Muss ich da auf hoch? Nach oben. Da muss ich echt hoch. Moment, dann. Ein bisschen mehr über die Steine drüber, würde ich sagen. Komm, das ist ein Geländewagen. Er hat dich in Schleudern. Komm ich da hoch? Rechts glaube ich nicht, dass ich das schaffen würde. Oh, komm schon. Komm schon, nein! Hilfe! Aus der Scheiße zu fahren. Also das Gelände, nicht der Wagen. Mein Rückgrat. Da kommt man nicht hoch. Moment, hier sind wir aber falsch. Hätten wir doch da hinten hoch. Aber da komme ich doch nicht hoch. Mir sagen, was du willst. Ich könnte jetzt hier zu Fuß hoch. Das ja. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ja, geil. Ja. Ich sehe mich hier mal um. Da passt kein Auto durch. Du musst doch da durchkommen. Aber wie sollen die da durchkommen? Da oben ist eine Ruine. Ist das jetzt meine Aufgabe, da hinzugehen? Oder muss ich da mit dem Auto hin? Ich denke mal, dass wir eher mit dem Auto dahin müssen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir kommen ja schon mit dem Auto durch. Wir müssen nur über die Steine kommen. Ja, toll. Und wie komme ich über die Steine? Oh, der ist lustig. Also gut. Wir sollen... Oder soll ich jetzt das Wasser nochmal runterfahren und dann... Also wenn das Ding nicht dabei kaputt geht, natürlich. Was? Wovon ich ausgehe. Ich komme hier doch nicht über die Steine rüber. Ich habe auch nichts, was ich jetzt hier so... Habt ihr mich erschrocken? Wo kamt ihr denn her? Och, wie niedlich. Ich kann ja auch nichts runterhebeln oder so, ne? Ein
Ehrlich gesagt, für mich ist das eine Sackgasse. Ah, oder? Kann ich eventuell... Das muss ich mal ausprobieren. Habe ich jetzt nichts mehr dabei? Ja, ist ja gut. Habe ich jetzt nichts zum Werfen dabei? Das ist aber doof. Hm. Was ist da? Das ist so komisch. Ah, Moment. Ist jemand vorbeigefahren? Ah. Euer Ernst. Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Oh Gott. Ich hoffe, das geht jetzt. Oh nee, okay. Hey Victor, warum hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist richtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jeder hätte das für die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Hat der nicht vorhin gesagt, dass ich hier vorbeikommen soll? Ja, rutscht jetzt noch mehr. Dass ich da mit dem Wagen vorbeikommen soll? Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu tief hier. Probieren es aber trotzdem mal einen anderen Weg. So. Wir müssen irgendwie zur Ruine. Nein, nein, nein. Oh. Oh, hey Nathan, mach mal halblang, ja? Ja, aber wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Ich kann nur darum und darum, wo ich jetzt gerade herkam. Zurück. Hast du was, Junge? Ja, ich muss mal austreten. Ja, aber ohne Scheiß jetzt. Ich kann darum. Ich denke mal, wir müssen da oben rum. Aber kommen wir darum? Ich denke nicht. Schauen wir mal eben nach. Wir sind hier und dann hier rumgefahren. Konnten wir hier noch einen anderen Weg fahren? Hier ist ja alles zu, ne? Da ist alles zu. Da könnte man theoretisch hoch, aber... Och ja, er kriegt es ja noch nicht mal hin. Der arme alte Mann. Ich meine, ich könnte jetzt hier so drüber und dann drüber springen oder so, aber das, dann komme ich nirgendwo hin. Hä, jetzt aber mal ohne Scheiß, wie soll man hier hoch? Ich kann jetzt auch nicht darüber springen mit dem Auto. Hier sind Reifenspuren, die sind aber nicht von mir, oder? Nee, ich bin hier rechts rum. Hier sind Reifenspuren, die führen nach hier oben. Bringen uns natürlich auch nicht allzu viel. Dann können wir hier festhängen. Hinweis? Ja, Hinweis wäre gut. Fahren Sie den steilen Felsen hinauf. Wie soll ich das denn machen? Da komme ich hoch. Echt jetzt? Okay. Erledigt. Ach, da sind noch Reifenspuren, ja, Tatsache. Okay, haltet euch fest. Nö. Fahren wir nochmal von vorne. Ja, ist ja gut, komm. Ich meine, so würde ich ja im echten Leben nicht fahren, aber...
dann? Dann bin ich wieder hier. Komme ich aber doch nicht nach links. Ich sag mal, hier konnten wir ja vorher auch fahren. Nee, Moment, hier sind wir sogar runtergefahren, oder nicht? Da kommen wir auch nicht weiter, ne? Hey, mach langsam, Junge. Ja. Nein! Falsche Taste. Oh, Scheiße. Scheiße, tut mir leid, Jungs. Na, wenn's beim ersten Mal nicht klappt, ist jemand anderen an Steuer. Ja, würde ich ja gerne. Ich würde mich ja lieber auf Spielen konzentrieren, statt hier rumzufahren. So. Ich weiß, ich bin jetzt sehr ruhig. Oder ist das jetzt hier oben? Ach, das ist nur so eine enge Kurve. Ich dachte, da kommen wir immer unten auf das Große wieder drauf. Ah. Okay. Also, Nathan, du glaubst, Avery, True und ein paar andere privaten Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Britischen Behörden. Da sind wieder welche. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Wir sind auf jeden Fall an der Ruine. Soll ich jetzt hier runterfahren? Bin mir nicht sicher. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Okay. Da können wir hoch. Oh. Ja, ist ja gut. Springen ist nicht deins heute, ne? Hallo. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Tja. Bringt uns das denn irgendwas, dieses Wissen? Das, was habe ich hier nicht gerade auch irgendwas blinken sehen? Ne, das war wahrscheinlich nur das, ne? Wir haben eine ausgetrocknete Banane bekommen. Keine Ahnung. Wir haben irgendeinen Schatz bekommen. Das war so ein Baum. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Ja. Ach so. Kann ich schon machen jetzt? Könnte ich machen, wenn... Hallo? Hallo? Wieso darf ich das nicht? Oder kann ich das nur von innerhalb vom Baum... Nee, vom Baum, vom Auto meine ich. Oh. Ich wollte doch eigentlich nur ein paar Schritte runtergehen. Jetzt komme ich da gar nicht mehr ran. Wieso darf ich das jetzt nicht da rumwickeln? Zeigt mir doch an, dass da was gemacht werden kann. Aber will's nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt innerhalb vom Auto machen kann. Wir versuchen's mal. Es wäre aber irgendwie auch unlogisch. Weil ich kann das ja schlecht festhalten, ne? Ach so! Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Echt jetzt? Nee, da muss ich aber doch nicht. Weiß ich noch nicht. Dein Ernst jetzt?
Ah nee, ich muss das selber einmal rumwickeln, ne? So, das sollte reichen. Okay. Ich wollte schon sagen, weil mein lausiges Seil hier, wo ich immer mit rumspringe, kann doch nicht das einzige sein, wie wir damit hochkommen. Gut, dass der Wagen Gewinde hat, hat mir natürlich keiner gesagt. Okay, fertig? Probieren wir es. Ja, mein Bruder ist ja nicht so wichtig. Auf geht's. Langsam. Siehst du, Sally? Winde, total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Na, ich auch die Kleinen. Genießt den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein. Was ist sie das? Wollten als freie Männer leben. Na, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Da ist ja, wir doch werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien und zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten komm, aber nicht und der hin, Hilfe ne? der Sterne. Hey, ich muss einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären. Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Ja, dauert. Also ich weiß nicht, was das hinten rechts war. Gehe hier auch noch mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Ja. Perfekt. Eine Schriftrolle wird wahrscheinlich sonst nichts mehr hier sein, ne? Aber ich habe da hinten links, habe ich ja jetzt noch irgendwas gesehen. Das sieht aber nicht so alt aus, muss ich sagen. Vorwärts. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen sollen. Moment, jetzt geht's wieder geradeaus. Jetzt fahren wir wieder vom Vulkan weg. Aber da fahren wir ganz runter, ne? Dann kommen wir hier nicht mehr hoch. Aber hier sind Reifenspuren. Moment, ich gucke mich aber trotzdem mal eben um. Ich habe ein bisschen okay, Panik, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Ne, hier kommen wir definitiv dann nicht mehr hoch, wenn wir da einmal runterfahren. Ich gehe mal nachgucken erstmal. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir jetzt hier rum müssen, weil das ja vom Vulkan wegführt, eigentlich. Ach, Moment, kommen wir... Dein Ernst jetzt? Also wahrscheinlich kommen wir von hier rechts dann wieder hoch. Also ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt nicht verbuggt ist, sondern dass der, Danke fürs Warten. Dass der deswegen hier runtergefahren ist, weil wir hier runterfahren müssen. So, da denke ich mal, würden wir wieder zurückkommen. Oh, ein bisschen tief. Da ist eine Höhle. Oh. Hey Nathan, sieh mal, die Höhle da. Bleib da. Bring mir was Hübsches mit. Ah, okay. Ein Schatz. Was war das gerade? Achso, das war nur... Komme ich da rein? Nee, ne? Okay. Gut. Ich möchte natürlich soweit alles mitnehmen, wenn ich da irgendwo was finde. Okay, jetzt müssen wir sowieso hier rum. Ich hab Matsch im Mund. Ist nicht schlimm. Jetzt kommt er gar nicht mehr hoch, oder was? Komm. Ach, Leute, ernsthaft.
Ja, komm, wir nehmen mal ein bisschen Anlauf. Ah, jetzt seht euch das an. Ah, jetzt gut. Oh, Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Was tun wir denn? Wo müssen wir denn hin? Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ja, ist okay. Als ich den Abhang gesehen habe, habe ich mir doch schon gedacht. Da oben ist ein Scharfschütze. Ja, der sagt, tu einfach, was ich tue. Ich würde jetzt aussteigen und die nach und nach platt machen. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich da oben, wo der Scharfschütze hin zeigt, hin, oder? Nein! Oh. Du solltest nachladen, wo die rot. Okay. Ah, ich habe tatsächlich nichts mehr zum Werfen, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob der mich hier sieht. Kommt er auch hier hin? Na? Moment, oben ist ein Scharfschütze. Da sind zwei Leute. Links liefen, glaube ich, auch noch zwei Leute rum. Kümmert euch doch mal um den Scharfschützen da oben. Ich komme da nicht hin. Da ist noch einer. Oh, oh. Ich weiß. Keine Munition mehr. Wie kann ich noch mal? Ich habe keine andere Waffe. Oh. Das war's für ihn. Okay, dankeschön. Ja, ihr müsst jetzt mal schießen. Ich habe keine Munition mehr. Moment, aber der Typ hatte, glaube ich, welche, oder? Wo ist denn der? Verdammt! Oh, sehr schön. Sehr schön. Gehst du mir mal aus dem Weg hier? Wofür? Ich bin mir gerade nicht sicher. Achso, weil ich da nicht hochkomme. Okay.
wollte doch nur hochzoomen. Ja, weißt du, alle kommen da hoch, nur ich nicht. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Da sind keine, ne? Da hinten sind welche. Ne, da sind Fässer. Ich höre hier doch welche. Wo sind die? Ich weiß auch, dass du hier bist. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Ach, da. Na, komm, komm. Soll sich nicht verstecken? Kommt aber auch nicht raus, ne? Oh, das mit den Zielen ist echt dämlich gemacht. Ich würde jetzt ein Stück... Kannst du mal hier weggehen, Junge? Oh. Ich stehe direkt vor dem und der ist nicht tot. Willst du mich veräppeln? Okay. Okay. Ich glaube, das war's. Verdammt! Wraith und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. So, die Frage ist jetzt... Ja, das Fahrzeug ist nicht das Problem. Die Frage ist, man kann ja hier hochklettern und alles. Ist da oben vielleicht noch irgendein Schatz versteckt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Unten ist nichts drin. Das sollten wir noch mal kurz erkunden hier. So. Da ist noch eine Pistole, okay. Ja, vielleicht ist das tatsächlich nur gewesen, um hier hochzuklettern für die Leute. Also nicht damit die hochklettern können, sondern damit wir zu den Leuten hochklettern können. Ja, komm, noch ein bisschen höher. Ja, weiter. Da ist auch nichts am Blinken. Da, ach, da haben wir ein Scharfschützengewehr. Das hat aber auch nur 5 Munition. Das ist natürlich blöd. Okay, ja, aber mehr scheint es hier tatsächlich nicht zu geben. Da kommen wir wieder runter. Oh. Ja, komm, komm. Mehr hier ist hier definitiv nicht. Ich habe nur gedacht, Moment, mit A. Genau, dass wir so nämlich schneller runterkommen. So, die Frage ist jetzt natürlich, haben wir da jetzt mehrere Stationen, wo wir dann durch müssen? Gehe da schon fast von aus, dass der nicht rennen kann. Das ist... Oh, Leute. Ich will doch nur zum Fahrzeug zurückrennen. Mehr will ich doch gar nicht. Kommen die anderen überhaupt mit? Wahrscheinlich sitzen die jetzt schon alle im Fahrzeug drin. Ah, nein, ich höre sie. So.
So, ja, da, ich denke, dass das aber noch eine Weile dauern wird, bis wir zu dem Vulkan hochkommen und wir jetzt schon weit über eine halbe Stunde drüber sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest unserer Reise in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.